bin's Conny und heute spielen wir mal Dragon Adventures. Ich habe keine Ahnung, worum es hier geht. Das Spiel wurde mir im Stream vorgeschlagen. Sieht erstmal ganz interessant aus. Willkommen zu Dragon Adventures. Lass uns unseren ersten Drachen ausrüsten. Klick auf den Meine Drachen-Tab. Okay, klicke ich mal rauf. Da habe ich ein Smar. Okay. Dann sagen wir einfach mal Equip. Jetzt haben wir ein Smar, okay. Erinnert mich gerade ein bisschen an dieses andere Spiel, das ich da gespielt habe. Oh, der folgt mir auch so komisch. Alles klar. Was für ein magnificent looking companion. Um auf ihn zu reiten, jump auf seinen Rücken. Aber wie soll ich auf seinen Rücken jumpen? Na gut, ich drücke einfach mal E und dann reiten. Okay, okay, jetzt sollen wir ein Egg im Inkubator hatchen. Dann machen wir das. E. Ein Tutorial Egg. Oh mein Gott, ich habe ein Tutorial Egg. Das inkubatiere ich jetzt. Inkubation. Ready to hatch, dann hatchen wir es jetzt und... Okay, da gab es keine coole Animation, jetzt bin ich ein bisschen enttäuscht. Na gut, dann gehe ich nochmal auf meine Drachen und da habe ich jetzt einen zweiten Smar. Warum steht da immer Smar? Ist das... Okay, ich habe einen zweiten Smar und den equippe ich jetzt und jetzt... Achso, das ist so ein kleiner. Da unten, warte da, guck mal, der guckt mich an. Oh, wie süß. Es ist wirklich wichtig, deine Drachen zu füttern, damit sie groß und stark werden. Ernte den Apfelbusch, um ein paar Äpfel zu bekommen. Okay, dann ernte ich halt den Apfelbusch. Harvest. Wie viel kostet mich Skip? Skip, 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 skip. Geht nicht, okay. Feed your baby dragon with the apples. Ja, okay, ich füttere meinen Babydrachen mit dem Apfel. Bam, füttern. Werd groß, werd stark, los. Awesome. It's important. Ey, nein, du kannst nicht einfach weiterreden. Ich habe den Text noch nicht vorgelesen. Ja, yeah, Mainland. Okay, dann machen wir das jetzt. Wir gehen jetzt zu dem Portal. Ich kann auch sprinten. Und woo. So, wir sind angekommen im Mainland. Hier gibt es eine coole Kamerafahrt. Das sieht groß und viel aus. Also in das Spiel wurde auf jeden Fall Arbeit gesteckt. Und es ist nicht so ein klassisches Spiel, wie ich sie jetzt schon öfters gesehen habe. Aber ich weiß jetzt noch nicht so wirklich, was es mir gibt. Aber ich glaube, das könnte ein ziemlich interessantes Spiel werden. Ach, guck mal, hier so ein Home-Zeichen auf dem Boden. Okay. Ich habe leider dem Typen nicht zugehört. Deswegen weiß ich jetzt nicht, was ich tun soll. Ich reite einfach mal auf meinem Drachen. Kann der fliegen? Nee. Da ist jemand und kann fliegen. Warum sprechen die mal Russisch? Ey, schon wieder. Immer wenn ich in so ein Drachenspiel reingehe, sprechen alle Russisch. Also es kann auch sein, dass es eine andere slawische Sprache ist. Aber auf jeden Fall kyrillische Schrift. So. Ah, hier, ich kann beißen. Kuh zum Abheben. Okay, Kuh. Und dann fliege ich. Oh mein Gott, ich kann fliegen. Das mochte ich immer so richtig in diesen ganzen MMORPG-Spielen früher, wenn man dann etwas hatte, womit man fliegen konnte. Das mochte ich auch an Aion richtig. Man konnte einfach fliegen. Das Coole war, ich konnte auch gleiten. Hier kann man scheinbar nicht gleiten. Okay, schade. Ich kann angreifen, beißen. Keine Ahnung, da hinten ist ein Wegpunkt. Ich glaube, ich gehe einfach mal dorthin. Wo hier ist auch? Egal, ich gehe zu diesem Wegpunkt dorthin und ich greife diesen Drachen an. Ham. Na gut, dann nicht. Ich bin auch ein Level 1 Drache. Conny, Plotportal. Achso, da geht's wieder zurück zu meinem Plot. Achso. Mein Smar kann seine nächste Stage erreichen. Oh mein Gott. Meine Drachen, mein Smar, muss ich wieder equippen. Smar, du musst Pick-up ausrüsten. Ich feede dich, glaube ich. Ich habe nichts zum Feeden. Ich muss kurz nochmal einen Apfel hier harvesten. So, kannst du die nächste Stufe erreichen? Heal, anpassen, feed, ausrüsten, reiten. Okay, wenn ich hier auf meine Drachen gehe, kann ich da dann sagen, customize, grow. Okay, ich sag jetzt mal grow. Und er ist ein bisschen größer geworden. Ja, das kann man schon so sagen. Und der hier, der hat noch Age. Okay, sein Age ist aber voll. 100%. Vielleicht, weil er noch Hunger hat. Hast du noch Hunger? Möchtest du einen Apfel haben? Ich gebe den Apfel, komm. So, kann ich dich jetzt erwachsen machen? Please? Immer noch Age. Ach komm, ja, dann fütter ich dich halt weiter. Keine Ahnung, wir kriegen das schon hin. Warte, was steht hier? Pick-up. Achso, Pick-up. Du kommst auf meine Schulter. Yay, ich habe einen Drachen auf der Schulter. So, Harvest. Meine Drachen. Nee, warte. Ich möchte dich ja füttern. Also gebe ich dir Feed. Den Apfel. Feed. Bam. Ich habe halt wirklich keine Ahnung, was ich machen soll. Brass Metal, Ruby Concrete und Maple. Okay. Die Kampfwerte sind nicht sehr gut von dir. Aber krass, okay, die können auch kämpfen. Ich weiß immer noch nicht so genau, was ich tun soll, aber ich habe hier eine Mission. Und meine Mission ist Earn 500 Coins. Ich habe gar keine, okay. Was steht denn hier drauf? Grow Dragon to Elder. Yo, Claim. Jetzt habe ich Coins. Das heißt jetzt... Nee, das hat nicht gezählt. Okay. Doch hier. Grow to Elder. Das steht schon im Claim drin. Okay. Das kann ich noch machen. In meinem Inventar ist nichts drin. Doch, ich habe Fishing Rod und ein Backpack. Und ich habe Apple Seeds. Die kann ich doch benutzen, oder? Ein bisschen Healing habe ich. Kann ich hier irgendwie Apple Seeds pflanzen? Ne, erstmal hier einen Apfel wieder farmen, weil ich brauche ja Äpfel. Kann ich hier inkubieren? Ne, ich habe ja keine Eier. Smart can be grown to next age. Oh mein Gott. Achso, der hier schon wieder. Grow. Warte, war das jetzt richtig? Oh, das war der. Ich habe die verwechselt. Oh mein Gott, der ist größer geworden. Guck dir an, der sieht voll hässlich aus. Guck dir an, wie hässlich der ist. Was soll dieser Effekt um das Auge herum? Ne, ist ja auch egal. Ah, hier Build. Dann gehe ich auf... Farmable Plants? Apple Plant. Nein, nein, nein. Ich möchte zurück. Ich habe doch Seeds, please. Ich mache Apple Plant. Ja, ja, craften, craften, craften. Kann ich nicht. Okay. Ich habe nicht genug dafür. Wenn ich hier jetzt zurückgehe. Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung, wie ich das machen soll. Exit Build. Claim Plants. Kann ich nicht machen. Dafür brauche ich VIP. Aber ich habe doch... Ich habe einen Apfel, ja. Dragon is hungry. Ja, welcher... Welcher ist hungry? Du hast Hunger? Na gut, du kriegst ausnahmsweise mal einen Apfel. Jetzt stell dich mal nicht so an. So. Aber ich habe ja Resources Apple Seeds. Can be crafted into apple plants. Okay. Aber ich habe vielleicht nicht genug Apple Seeds. Warte mal, ich habe ja einen Apfel geharvestet. Das heißt, ich habe Food,
Apfel. Okay, daraus kann ich keine Apfel-Seeds rausnehmen. Wenn ich in Farmable Plants gehe, steht hier, do you want to craft this? Aber da steht nicht, wie ich es craften kann. Ich habe nicht genug Ressourcen. Alles klar. Ich kann hier halt nichts craften. Inkubatoren bringen mir ja auch nicht wirklich was, oder? Ja, könnte ich auch nicht craften. Ach, da links steht das. Farmable Plants, Äpfel. Und dafür brauche ich 10 Apfelsamen. Okay, 10 Apfelsamen. Das kriege ich doch hin, oder? Please? Erstmal hier wieder harvesten. Und keine Ahnung, kriegt der beide nochmal einen Apfel hier füttern. Und du da wirst auch nochmal gefüttert mit einem Apfel. So. Schlimm. Ich brauche eigentlich ein Hausmädchen, das sich um meine Drachen kümmert. Das geht ja so gar nicht. Können die nicht mal chillen oder so? Naja. Wie ich an Eier rankomme, weiß ich nicht. Ich glaube, ich muss einfach mal diese Welt dort erforschen. Warte noch. Ah, nee, komm, wir gehen jetzt rein. So. Reiten und dann auf geht's. Auf geht's. Ich hab der Typen halt nicht zugehört. Ah, jetzt fliege ich sogar. Okay. Hier geht's halt zurück. Ich kann schreien. Eher. Okay, sehr bedrohlich. Da hinten ist eine Stoppuhr. Ich gehe jetzt einfach mal dahin auf dieses Stoppuhr-Symbol. Und das bringt mich dann. Achso, das ist ein Rennen. Ist das ein Rennen? Das scheint ein Rennen zu sein. Ich mache das Rennen. Ich werde der größte Drachenrenner sein, den die Welt je gesehen hat. Ich und mein Smar. Ich weiß immer noch nicht, was ein Smar sein soll und warum beide Smar heißen. So. Also jetzt kann nur langsam mal vorbei sein, oder? Please, please. Vorbei. Da unten sind Apfelbäume. Ich will die farmen. Na gut, ich muss wohl ein bisschen warten, bis ich die farmen kann. Ich mache jetzt erstmal dieses Rennen hier. Stoppt da die Zeit? Achso, das ist wirklich ein Zeitrennen. Ich habe noch 20 Sekunden. Das schaffe ich, das schaffe ich. Ich muss doch bestimmt nur noch zurück zum Anfang, oder? Ich habe es geschafft. Time Trial in 46 Sekunden. Was kriege ich dafür? Habe ich dafür Geld bekommen? Keine Ahnung. Okay, ich gehe jetzt zu diesen Apfelpflanzen, die ich eben gesehen habe. Ich habe hier auch eine Mission. Jo, das haben wir jetzt gemacht. Und dann hier zu den Bäumen. So. Wir haben hier... Okay, ich klicke auf meinen Drachen. Kann der was machen? Ah, ich muss auf die Dinger hier klicken. Okay. Okay, das ist aber irgendwie nicht sehr responsive. Das fühlt sich sehr komisch an, vor allem, weil die so spät kommen. Aber ich habe Äpfel. 12 Äpfel! Oh mein Gott, das lohnt sich ja richtig, Harvest. Dann machen wir das. Wir klicken hier einfach auf die Ziele rauf, die irgendwie immer viel zu spät kommen und so langsam animieren. Was mir so gar keinen Spaß macht, aber bam. Oder noch mehr Zeug. Meine Drachen sind hungrig, die sollen hungern. Wer essen will, muss arbeiten dafür, ja? Oh, das ist richtig anstrengend. Wisst ihr, bei YouTube Live macht das Minispiel richtig viel Spaß. Und hier macht das überhaupt nicht Spaß. Hier ist es wirklich wie Arbeit, weil es so langsam ist. Das ist Game Design. Na gut, so. Du kriegst jetzt erstmal einen Apfel. Du kriegst 2 Äpfel. Oh, das macht auch kaum Hunger voll, merke ich gerade. Äpfel bringen ja fast gar nichts. Na gut, dann brauchen wir was Besseres als Äpfel. Also wirklich. Was soll das denn hier? Bam, 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 bam. Lemons! Oh mein Gott. Zitronen bringen richtig viel. Ich brauche Zitronenbäume. Leute, ich brauche sowas von Zitronenbäumen. Okay, wir wissen, wir müssen Zitronenbäume finden oder bauen oder irgendwie anpflanzen. Zitronen bringen es nämlich richtig. Wahrscheinlich gibt es auch Sachen, die es viel mehr bringen, aber Zitronen bringen es bisher am meisten von all dem, was ich kenne. Oh, mein Drache hat Schaden bekommen, weil ich gelandet bin. Merke ich mir. Warte, wenn ich jetzt so mache, hier so bam. Ah, nee, doch keinen Schaden bekommen. Stirbt er einfach nur? Ich habe keine Ahnung. So, was ist das da? Das ist ein Fuchs? Fuchs, was machst du denn hier? Bam, bam, bam. Nein, reiten weiter. Komm ran, traust dich eh nicht. Und mein erster Angriff, der gesessen hat. Du kriegst jetzt auf die Schnauze. Angriff. Bam. Ja. Wir haben ihn. Oh nein, da ist ein Bär. Schnell einsammeln und los. Weg hier, weg hier. Weg hier, Leute. Oh, das ist ja gefährlich. Okay, da hinten sind Bäume. Okay. Wir fahren ein bisschen von den Bäumen und dann kann ich euch wieder heilen, Smars. Okay. So, klicken wir hier auf Harvest. Und dann, bam. Arbeit. Ich muss klicken und warten und gucken. Und, ja. So, aber Zitrone ist mal wieder dabei gewesen. Sehr gut. Und dann auch von den Baum. Arbeit. Klick. Und Klick und noch ein Klick und der nächste Klick und ja, so, perfekt. Okay, du wirst jetzt erstmal geheilt. You can only use this to revive. Okay, ich heile dich, bap, bap. Dir geht's dann wieder ganz gut. Wie sieht's eigentlich mit dir aus, mit deiner Health-Leiste? Keine Ahnung, ich fütter dich erstmal. Meat, oh mein Gott. Aber Meat bringt genauso viel wie Lemon. Kann man sich merken. So, na, den Rest fülle ich jetzt mit Äpfeln auf. So, jetzt sind meine Drachen auf jeden Fall nicht mehr so hungrig. Wir sehen, der ist Age voll irgendwie. Elder 100%, keine Ahnung. Und der hier, kann ich growen? Yeah! Habe ich ganz verpasst. So, jetzt geht's meinem Smart besten. Oh, ich muss den heilen. Sag das doch. So, jetzt geht's euch beiden gut. Hoffe ich doch. So, ich reite wieder auf den Bossdrachen, weil der ist ein bisschen stärker. Und dann gucken wir, was wir noch so alles entdecken können. Da hinten leuchtet was. Das muss ich sehen, Leute. Jetzt kommt hier so ein epischer Bosskampf. Ist das ein Nest? Kannst du hier Eier legen, please? Komm, leg hier mal Eier. Ja, leg hier mal Eier, Bruder. Kann ich da hinten, kann ich die Pilze sammeln, please? Nee, schade, die sind nur Deko. Na gut, dann reite ich mal auf dir. Und da vorne sind Bäume, Leute. Bäume. Die kann ich harvesten. Yeah. Das Harvesten ist wirklich anstrengend. Also die Leute, die das Spiel hier gemacht haben, die haben auf jeden Fall Ahnung davon. Die haben hier eine Menge Arbeit reingesteckt, dieses Spiel zu entwickeln. Aber die haben halt auch wirklich nicht viel Arbeit da reingesteckt, dass das Spiel sich geil anfühlt. Es fühlt sich sehr langwierig an und es fühlt sich sehr nach Arbeit an. Und Arbeit ist nicht gut. So, sammeln wir hier alles ein. So, dann harvesten wir auch noch den hier. Bam und bam und bam und bam und bam. Bam. So, jetzt haben wir hier wieder ein bisschen was gesammelt. Gehen wir weiter auf die Suche oder vielleicht auch zurück zu unserem Portal. Wobei, hier hinten sieht es ja richtig gefährlich aus. Wie komme ich denn zurück nach Hause? Und so, zu Hause müsste doch dort sein.
Oder habe ich mich verlaufen? Wir gucken mal hier oben rauf. Da vorne ist was. Da vorne ist was. Okay. Das sind Kristalle. Your dragon is hungry. Ja, ist mir doch egal, ob der hungrig ist. So, Harvest. Bam. Und bam. Und bam. Ja. Gut, ich werde jetzt die Dinger erstmal harvesten. Oh, da habe ich Holz aus den Kristallen bekommen. Macht Sinn. Ich kriege ja auch aus einem Baum so Mais, Äpfel und Zitronen. Wobei Mais nicht mehr an Bäumen wächst. Zitronen und Äpfel schon. Also das muss ich dem Spiel lassen, ne? So, hier habe ich jetzt keine Ahnung, was das ist. Steine und Holz bekommen. Wood. Ach, Kupfer. Kupfer, nicht Stein. Ja, Kupfer. Alles klar. Kennt man. So, dann diesen. Und diesen. Kupfer, Holz und Leaf. Alles klar. Kennt man. Nein. Oh Gott, ich wäre hier fast runtergesprungen. Die Steuerung ist auch nicht so intuitiv. Aber da hinten, ist das wieder ein Wegpunkt? Ist das wieder ein Rennen? Das müssen wir machen. Los geht's. Vielleicht bringt mich das Rennen auch zurück nach Hause. Oder einfach noch weiter weg irgendwo hin. Aber die Rennen sind eigentlich gut, weil so wird man dazu auch gezwungen, die Welt ein bisschen zu erkunden. Da hinten sind wieder Kristalle zum Farmen. Und da hinten ist die Heimat. Okay, okay. Verstanden. So. Smart can be grown to next age. Okay, werden wir gleich machen. Aber vorher machen wir dieses Rennen hier noch fertig. Ich hoffe, ich schaffe das. Jetzt habe ich doch noch einige Distanz, die ich zurücklegen muss, oder? Ah, nee, doch nicht. Ich habe echt keinen Überblick hier. Gut, ich farm die Bäume da hinten und dann gehen wir einfach mal danach nach Hause mit all dem, was wir jetzt schon so gefarmt haben. Was macht der Stein da hinten eigentlich? Der fliegt einfach. Und hier ist ein anderer Homie. Hi, Conny. Was machst du denn hier? Und warum hast du so einen Drachen? Ich dachte, das Spiel wird nur aus Russland rausgespielt oder so. Oder Kasachstan oder Bosnien-Herzegowina oder was weiß ich aus welchem Land. Ah, warte, ich muss die Kamera anders machen. Sonst schlagen mir die Flügel ins Gesicht. Bam und bam und bam. Nein, ach doch. Gut, die Sachen sind nicht runtergefallen. Ich dachte, die wären gerade runtergefallen. Gut, dann gehen wir mal auf zurück nach Hause. Was gibt es denn hier eigentlich noch so alles? Missionen gibt es, okay. Ja, wir gehen jetzt aber nach Hause. Das reicht erstmal mit den Abenteuern hier. Manche Portale sehen auch richtig krass aus. Aber gehen wir hier mal rein. So, angekommen zu... Ah, okay, die kann mir einfach so folgen. Ist klar. So, jetzt erstmal hier den Apfel harvesten. Dann werde ich meinen Drachen füttern. Mit ein bisschen Äpfeln. Bisschen Korn. So, und dem geht's jetzt gut genug. Dann sage ich jetzt mal meine Drachen. Smar und aufwachsen. So, damit habe ich jetzt schon die ersten beiden Drachen, die voll ausgewachsen. Obwohl, dieser Drache ist so groß. Alles klar. So, ich gehe jetzt mal auf Build. Dann auf Farmable Plants. Und was ich ja gerne hätte, wäre eine Zitronenpflanze oder irgendwas noch krasseres. Origins, Carrots. Jungle. Ich habe scheinbar keine Zitronenpflanze. Aber was habe ich denn alles? Ich habe wahrscheinlich sowieso nichts. Ich habe nicht mal Apfelsamen bekommen dadurch. Okay, ich glaube, Samen muss ich mir kaufen. Würde ich mal vermuten. So, Fences. Könnte ich mir ein Fence bauen? Ja, Fence könnte ich bauen, aber was bringt's mir? Nichts. Nichts bringt mir das. Okay. Habe ich noch irgendwas Praktisches? Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was man sich so Praktisches bauen kann. Falls ihr das Spiel kennt, dann schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, was ich hier machen soll. Und schreibt mir auch mal in die Kommentare, ob ich das Spiel weiterspielen soll. Ich bin mir da noch nicht so ganz sicher. Hier gibt es einiges. Ich habe keine Ahnung, was ich noch nicht mitbekommen habe. Oh, hier ist ein Breed-Button. Oh mein Gott. Ich kann die zusammen brüten lassen. Oh mein Gott. Ich habe gar nicht dran gedacht. So rum funktioniert das. Das ist ja ekelhaft. Und jetzt habe ich Wisdom. Mein erster Drache mit einem anderen Namen. Okay, der kriegt von mir erstmal Essen. Warte, Wisdom wird jetzt ausgerüstet. Wisdom. Ja, komm, der kommt weg. Oder der? Der kommt weg. Wisdom wird ausgerüstet. Und Wisdom, du bekommst von mir jetzt Äpfel. Also, du hast gar keinen Hunger. Alles klar, dann ist mir das auch egal. So, wir haben unseren ersten kleinen eigenen Drachen. Der sieht auch ein bisschen süßer aus als der Drache, den ich vorher hatte. Ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Abonniert meinen Kanal für mehr. Schreibt mir auch bitte in die Kommentare, ob ich das hier weiterspielen soll. Ich bin mir da noch nicht so ganz sicher. Bis dann und ciao!